endlich wieder mal einen neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Ich habe ein paar Wochen Pause gemacht, also im Prinzip diese ganze Corona-Zeit über nicht wirklich viel gefilmt, weil hier tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist und ich euch nicht mit irgendwelchen komischen, langweiligen Videos nerven wollte, in denen ich immer das Gleiche mache, was ja auch irgendwie ziemlich langweilig ist. Heute nutzen wir die Chance und fahren ein bisschen durch die Schweiz. Wir müssen einfach mal rauskommen. Es ist eben die Frage, ob das zu früh ist oder nicht zu früh ist. Ich weiß das immer tatsächlich gar nicht genau. Hier ist einiges anders, als es in Deutschland der Fall ist. Also Maskenpflicht zum Beispiel, gerade in Geschäften und sowas besteht nicht. Ich muss gleich noch ins Krankenhaus zum Blut abnehmen, um meine Schilddrüsenwerte prüfen zu lassen. Und da ist es tatsächlich so, dass man im Krankenhaus einen Mundschutz tragen muss, aber sonst ist es hier auf den Straßen und auch in den Geschäften nicht Pflicht oder auch nicht üblich. Die wenigsten Leute laufen hier tatsächlich mit Mundschutz rum und die Infektionszahlen, Todeszahlen, Ansteckungszahlen und so weiter sind hier im Prinzip eigentlich auch relativ gering. Die Leute handhaben das eigentlich alles ziemlich gut, also so Abstand halten und sowas, das funktioniert hier in der Regel sehr, sehr gut. Ich meine, klar hat man immer so ein paar Ausreißer dazwischen, die das nicht so richtig einhalten, aber ich glaube, das gibt es überall und in jeder Situation, dass man ein bisschen, sag ich mal, komische Leute dabei hat. Aber ansonsten funktioniert das hier in der Schweiz eigentlich sehr gut und wir können uns quasi nicht wirklich beklagen. Ja, wie gesagt, wir wollen heute ins Tessin fahren, also ein bisschen in die Sonne, in den Süden der Schweiz fahren. Und ich dachte, ich nehme euch da tatsächlich auch wieder mal ein bisschen mit, dass ich endlich mal wieder dazu komme zu vloggen. Denn es gibt sicherlich sehr, sehr schöne Bilder, die wir da zeigen können. Und außerdem sind wir mega froh, dass wir endlich mal rauskommen. Ja, meine Haare müsste ich eigentlich unbedingt färben, das hätte ich eigentlich heute machen wollen. Aber wir haben gestern Abend kurzfristig entschieden, dass wir doch heute schon losfahren und nicht morgen erst losfahren, eben weil Himmelfahrt ist. Und wir so ein bisschen die Hoffnung haben, dass weniger Leute unterwegs sind. Also dass man eben nicht auf so wahnsinnig viele Leute trifft, weil eben die meisten Leute noch arbeiten müssen. Wir eben das Glück haben, dass wir beide frei haben jetzt im Moment. Und dann uns entsprechend unter nicht so wahnsinnig vielen Leuten aufhalten können, was natürlich auch so ein bisschen wichtig ist im Moment, dass man so ein bisschen darauf achtet, eben nicht mit Menschenmassen und vielen Menschen unterwegs zu sein, sondern sich so ein bisschen abseits der ganzen Sache aufzuhalten. Das ist genau der Plan, den wir haben. Wir wollten in so eine kleine Schlucht fahren, vielleicht so ein kleines bisschen wandern gehen und eben da nicht mit so wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt kommen. So der Plan. Und dann schauen wir mal, wo es uns quasi heute hin verschlägt. Aber jetzt gleich geht es erstmal ins Krankenhaus zum Blut abnehmen. Ich bin aus dem Kantonsspital raus. Das Blutabnehmen ist durch. Ich hatte gerade ein kleines Problem. Und zwar diejenige, die sehr gut Blut abnehmen kann im Spital, hat leider Ferien. Und ich bin irgendwie, ja, ich habe sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so. Aber es hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Und jetzt warte ich noch auf meinen Freund, der ist mit dem Auto ein bisschen um die Ecke gefahren. Und dann geht es für uns quasi gleich ins Tessin. Thank you.
Morgen. Wir sind gestern von zu Hause aus durch den Gotthardtunnel ins Tessin gefahren und sind jetzt hier im Versaskertal. Sind das ganze Tal hochgefahren. Das ist wirklich wunderschön. Ihr habt ja die Aufnahmen von gestern alle gesehen. Es ist tatsächlich extrem wenig los, was ja nicht anders zu erwarten gewesen sind oder ist vielmehr. Wir sind hier in dem kleinen Hotel, das wir gefunden haben, im Moment quasi die einzigen Gäste. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Autos. Dann haben hier in der letzten Nacht noch ein paar andere Gäste übernachtet neben uns. Also es sind quasi irgendwie zwei Zimmer belegt gewesen, was wirklich nicht viel ist. Und so wirklich viel Menschenkontakt haben wir tatsächlich nicht gehabt. Wir sind noch auf einer Staumauer gewesen. Auf der Staumauer wurde tatsächlich ein Teil von James Bond gedreht. Die Eingangsszene von dem Teil GoldenEye ist da gedreht worden. Das war wirklich sehr spannend. Extrem hoch und nicht so mein Ding, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ja, und heute geht es dann über Locarno ins nächste Tal. Wir werden hier in dem Hotel noch eine Nacht bleiben und dann mal gucken, ob wir dann schon wieder nach Hause fahren oder eventuell sogar noch eine Nacht verlängern. Das müssen wir dann entsprechend spontan einmal entscheiden. Dem Hotel ausgecheckt. Wir waren ja im Versaskertal in einem kleinen, echt niedlichen Hotel und fast die einzigen Gäste. Jetzt ist heute Himmelfahrt und mir fliegen hier die Haare so ein bisschen zur Seite. Jetzt ist heute Himmelfahrt und jetzt wird es auch hier im Tessin ein bisschen voller. Die ganzen Schweizer sind die Tage jetzt unterwegs und machen auch alle so ein bisschen Urlaub, weil aus der Schweiz raus kommt ja keiner und deswegen nutzen alle die Chance und schauen sich quasi ihr eigenes Land ein bisschen an, was zugegebenermaßen die meisten auch nicht ständig machen, denn die meisten fahren dann doch ins Ausland. Ja, wir sind heute noch mal ins Mangiatal reingefahren, in einen kleinen anderen Seitenarm. Und wie ihr gesehen habt, ist es hier wirklich extrem niedlich. Diese ganzen kleinen Steinhäuser sind wirklich sehr, sehr besonders und das sieht wirklich irre aus. Und jetzt ist hier vor mir ein riesengroßer Wasserfall und den wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Thank you.
wir sind aus dem Tessin zurück. Es war wirklich, wirklich wunderschön. Wir haben heute gar nicht viel gemacht. Wir haben uns heute Morgen ein paar Sachen beim Migros gekauft. Migros ist hier in der Schweiz so eine kleine Supermarktkette, bei der man Lebensmittel kaufen kann. So ein bisschen ähnlich wie Famila in Deutschland. Ja, das könnte man ungefähr vergleichen. Und wie gesagt, ja, da haben wir uns ein paar Sachen gekauft. Baguette, ich habe mir noch ein bisschen Hummus gekauft, dann Tomaten und Obst. Und mein Freund hat sich noch einen Frischkäse geholt. Und dann haben wir uns in Lugano am See unten ein schönes Frühstück geschenkt quasi. Es war wirklich super. Mit der Aussicht frühstücken ist tausendmal besser, als irgendwo im Restaurant oder im Hotel zu sitzen und quasi nichts zu sehen. Ja, es war wirklich toll, da zu sitzen, ein bisschen die Stadt zu genießen. Das Wetter war nicht ganz so toll mehr jetzt am letzten Tag. Die Sonne hat nicht mehr so geschienen wie sonst, aber es war trocken, es war super, es ja, war wirklich toll. Und danach sind wir dann mit dem Auto wieder hierher zurückgefahren in die Zentralschweiz und sind jetzt wieder zu Hause. Also es war wirklich ein toller Trip und ich habe das sehr, sehr genossen, endlich mal wieder ein bisschen länger vor die Tür zu kommen und wegzufahren. Denn so wie das aussieht, wird das für uns im Moment erstmal der letzte Sommerurlaub gewesen sein. Mein Freund, der fängt nächsten Monat einen neuen Job an und da ist dann das mit Urlaub machen tatsächlich nicht so. Und so richtig wegfahren kann man ja im Moment auch nicht wirklich. Ich habe mitgekriegt, dass ihr in Deutschland tatsächlich noch gar nicht in Hotels gehen dürft und dass auch deutsche Hotels noch gar nicht geöffnet haben. Hier in der Schweiz ist das ziemlich anders. Also hier läuft das mit der ganzen Pandemie sowieso ein bisschen anders als in Deutschland. Es war hier immer etwas offener und etwas freier. Ich hatte anfangs im Video auch schon gesagt, dass es hier tatsächlich gar keine Mundschutzpflicht gibt, auch nicht in den Geschäften. Lediglich in Krankenhäusern habe ich das jetzt mitgekriegt oder auch bei Ärzten wird es empfohlen. Es ist tatsächlich auch keine Pflicht, obwohl doch im Spital, also im Kantonsspital hier, wo ich jetzt am Dienstag gewesen bin zum Blutabnehmen, da ist es tatsächlich Pflicht, dass man mit Mundschutz reingeht. Man wird auch im Eingang kontrolliert und bekommt dann eine Maske ausgeteilt, die man dann tragen kann. Aber sonst so im alltäglichen Leben ist es hier tatsächlich, ja, man sieht es zum einen quasi nicht und zum anderen ist es nicht vorgeschrieben und es wird auch nicht gemacht. Interessanterweise sind die Infektionszahlen hier auch prozentual, was die Einwohner angeht, wesentlich geringer mittlerweile als in Deutschland. Also ich habe jetzt gesehen, irgendwie heute, als wir nach Hause gekommen sind, sind in Deutschland, ich glaube, 430 Neuinfektionen an einem Tag gewesen. Deutschland hat ja knapp 80.000 Einwohner, die Schweiz hat knapp 8.000 Einwohner und hier in der Schweiz waren es nur 13 Neuinfektionen. Und wenn man das mal hochrechnet, wären das auf Deutschland gesehen 130 Neuinfektionen. Und das sind dann doch ein extremer Unterschied, wenn man das so sieht, dass in Deutschland das immer noch über 400 sind. Also das ist Wahnsinn. Hier ist das tatsächlich gar nicht so. Und die ganzen Pandemieregeln sind hier wirklich auch ganz, ganz anders gewesen, die ganze Zeit über. Es gab nie tatsächlich eine richtige Sperre. Es gab nie diese richtige krasse Kontaktsperre. Es wurde immer alles empfohlen und es wurde immer quasi an den gesunden Menschenverstand appelliert. Und das hat hier scheinbar super funktioniert. Die Leute haben sich da toll dran gehalten. Ich habe auch bisher, ich glaube, nur zweimal beim Einkaufen das Problem gehabt, dass jemand das mit dem Abstand irgendwie nicht so ganz gecheckt hat und nicht ganz eingehalten hat. Aber ansonsten sieht man das schon, dass die Leute sich da wirklich dran halten und auch wirklich vernünftig und bewusst und gut damit umgehen. Und deswegen hatten wir auch tatsächlich überhaupt kein Problem damit, jetzt ins Tessin zu fahren. Und ja, wie gesagt, es läuft hier in der Schweiz alles ein bisschen anders. Und ich glaube, dass hier die Eindämmung des Virus auch ein bisschen anders und irgendwie scheinbar ein bisschen schneller gelaufen ist. Auch wenn man tatsächlich sagen muss, dass man, wenn man so die Todesfälle prozentual vergleicht und auch die allgemeinen Fälle hier in der Schweiz tatsächlich prozentual mit den anderen Ländern vergleicht, es nicht wenig gewesen ist. Also man hat hier nicht wenig Infektionszahlen gehabt, aber es lief alles, ich sag mal, sehr gesittet und sehr angenehm. Und ich muss für meinen Teil sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich jetzt diese Zeit hier über in der Schweiz verbracht habe. Weil das tatsächlich alles sehr entspannt
abgelaufen ist und ich mich auch zu keiner Zeit irgendwie in meinen Grundrechten eingeschränkt gefühlt habe. Aber auch in Deutschland ist es tatsächlich ja nicht so, dass da irgendwie eine Einschränkung der Grundrechte der Fall gewesen ist, sondern das ist ja alles nur zum Wohle der Gesamtbevölkerung passiert, diese ganzen Abstandsregeln, Verhaltensregeln, auch die Mundschutzregeln. In Deutschland hat man ja in Großstädten tatsächlich auch mehr Menschenaufläufe, als das hier in der Schweiz der Fall ist, weil es eben auch weniger Einwohner sind. Also wenn man das mal so ein bisschen sieht, wir wohnen hier in einer Region oder in einer Stadt mit 14.000 Einwohnern oder 17.000 Einwohnern. Das ist in Deutschland ein Landkreis. Also ich wohne vergleichsmäßig gesehen, als ob man in Deutschland auf dem Land wohnen würde. Und das ist dann schon eine ganz andere Nummer. Nichtsdestotrotz finde ich das extrem erschreckend, was da jetzt teilweise in Deutschland mit diesen Anti-Corona-Demos abläuft und diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die da plötzlich irgendwie auf den Plan gerufen werden, es ist schon hart. Das kann man irgendwie nicht anders sagen. Und ich hoffe, dass die das irgendwie in den Griff kriegen und dass die Leute das irgendwann mal checken, dass keiner da irgendwie ja, der Bevölkerung irgendwas Schlechtes will, sondern ganz im Gegenteil, dass alle Maßnahmen, die ergriffen worden sind und die tatsächlich dann ja auch gewirkt haben, weil eben nicht so schlimme Zustände entstanden sind, wie das in Spanien oder Italien der Fall gewesen ist, dass diese Sachen eben gut gewesen sind. Und ich hoffe tatsächlich, dass dass die Leute das irgendwie nach und nach begreifen, dass das wichtig und richtig gewesen ist und dass der Großteil der Maßnahmen tatsächlich dazu beigetragen hat, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das alles gelaufen wäre, wenn diese ganzen Maßnahmen nicht getroffen worden wären. Dann wären wir alle auf Konzerte gegangen. Ich würde nächstes Wochenende auf den Ring fahren und auf dem Festival stehen und im schlimmsten Fall mich da vielleicht anstecken oder keine Ahnung. Und deswegen denke ich schon, dass das alles so in Ordnung gewesen ist. Es ist schade, ich ärgere mich tierisch darüber, dass wir Rock am Ring sausen lassen müssen jetzt im Juni, dass wir im Juli nicht zu Rammstein nach Warschau fahren können und dass all diese Veranstaltungen abgesagt werden und dass wir eben solche Sachen nicht machen konnten. Wir wären letztes Wochenende eigentlich mit der Familie in die Vogesen gefahren und auch Frankreich ist ja nicht wenig gewesen. Und es ist schade, dass das alles nicht passiert ist, aber es ist richtig, dass das alles nicht passiert ist. Und ich denke, das können wir auch alle auf nächstes Jahr verschieben und mal ein Jahr runterfahren oder einen Sommer runterfahren in der Hoffnung, dass der Winter eben nicht wieder so schlimm wird und dieses Virus sich nicht bei kälteren Temperaturen eben wieder noch schneller verbreitet, als das jetzt der Fall ist. Und deswegen denke ich, ist das alles schon in Ordnung, so wie das gelaufen ist. Und ich bin zwar traurig, aber ich denke, dass das richtig und wichtig gewesen ist und umso mehr freue ich mich jetzt auf das nächste Jahr, auf den nächsten Sommer, auf die nächsten Festivals und Konzerte und was man nicht alles sehen kann. Und diese Vorfreude ist doch auch schön, mal ein bisschen länger Vorfreude zu haben, als dann tatsächlich nachher das, die eigentliche Veranstaltung geht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also deswegen denke ich, dass das schon alles so in Ordnung gewesen ist, wie das gelaufen ist. Ich bin ganz froh darüber, wie das hier in der Schweiz gelaufen ist und wie wir das alles hier in der Schweiz erlebt haben. Ich weiß gar nicht genau, wann in Deutschland tatsächlich die Hotels wieder öffnen, also wann man innerhalb Deutschlands wieder reisen kann. Wir können ja auch im Moment gar nicht nach Deutschland. Also theoretisch würde es wahrscheinlich gehen, dass man nach Deutschland kommt. Aber die Frage ist, muss ich jetzt unbedingt in ein anderes Land fahren? Ist eben auch so eine Sache. Aber hier in der Schweiz wird man tatsächlich auch dazu angehalten, innerhalb der Schweiz zu verreisen und eben die Schweizer Wirtschaft damit zu unterstützen. Weil die ganzen Hotels, die jetzt wieder geöffnet haben, die müssen natürlich auch Personal vorhalten. Und wenn dann keiner kommt und da keiner ist, dann haben die sehr, sehr hohe Kosten und quasi keine Einnahmen. Und das ist auch ziemlich schwierig, weil damit kann man eben das Problem haben, dass so kleine Hotels, gerade so das, was wir im Wasserskartal hatten, wo wir übernachtet haben, dass so kleine Hotels eben wirklich ja, wirtschaftliche Probleme bekommen und vielleicht nachher aus der Sache nicht gesund oder gar nicht mehr rausgehen, sondern Insolvenz anmelden müssen. Und deswegen halten die Schweizer einen tatsächlich auch an, innerhalb der Schweiz zu verreisen.
und eben damit die kleinen Hotels und auch die kleinen Restaurants und alles in diesen ganzen Urlaubs- und Ferienorten zu unterstützen. Und wir haben das eben gemacht. Wir sind ins Tessin gefahren, haben da 3 Nächte übernachtet. Es war wirklich schön. Wir hatten tatsächlich sehr, sehr wenig Menschenkontakt. Es sind zwar einige Leute da gewesen, aber wir sind viel mit dem Auto unterwegs gewesen, sind an gewissen Punkten halt mal ausgestiegen, sind zu der einen Staumauer hochgelaufen, die ich euch ja auch gezeigt habe. Und da sind uns vielleicht 2 Leute entgegengekommen auf eben einer ganz normalen breiten Straße. Und in den Restaurants in Ascona beispielsweise, wo wir abends einmal gegessen haben, da standen die Tische auch bestimmt 2 Meter auseinander. Und es war tatsächlich auch überhaupt nicht voll. Also es waren wirklich wenig Leute da. Und deswegen, das war alles schon in Ordnung, so wie es gewesen ist. Man konnte die Abstandsregeln super einhalten. Wir haben uns sowieso wenig in Menschenaufläufen aufgehalten. Beziehungsweise es gibt halt auch wenig Menschenaufläufe. Und deswegen ist das alles sehr, sehr gut gelaufen. Und wir hatten eine schöne Zeit, sind endlich mal wieder rausgekommen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Bildern aus dem Tessin eine kleine Freude machen. Wenn ihr das noch nicht geschafft habt, rauszukommen, dann habt ihr so die Möglichkeit, euch ein kleines bisschen in die Ferne zu träumen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und hier unten meinen Kanal abonniert. Denn dann kann dieser kleine YouTube-Kanal vielleicht auch ein kleines bisschen wachsen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Tschüss! Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away.